Welt sagt mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen, von Europa in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die 71456 aus der Dream-Serie von Lego, bestehend aus gut 400 Teilen für 48 Euro. Mrs. Castillos, Schildkrötenband. Da sind wir. Ist eine Schildkröte mit Beinen und Kopf, alles dabei. Es ist winzig, das Ding. Aber ganz putzig. Steffen und ich haben das Ding live gebaut. Hier an einem Sonntag saßen wir zusammen auf YouTube. Ihr wart dabei, es war ein Fest. Und ich zeige euch auch noch die größeren Sets, die ich damals auch gebaut habe. Sicher. Jetzt möchte ich euch aber mal die Idee von Dreams ein bisschen näher bringen. Und was man damit machen kann. Und das, dafür dachte ich nämlich ein kleineres Set. Denn hier kann ich tatsächlich was machen. Entgegen der Webseite von Lego, auf der eh für das Ding wieder nur gekaufte Bewertungen am Start sind, weil echte Kunden bewerten anscheinend auf Lego nicht, weil so bescheuert kann keiner sein, dort zu kaufen für 48 Euro. Das Ding ist schon deutlich unter 40 am Markt in der kürzester Zeit jetzt. Das Zeug ist ja erst diesen Monat auf den Markt gekommen. Also, dieses Set auf der Webseite steht, es gäbe zwei Baumöglichkeiten. Es sind zwei Umbaumöglichkeiten, das heißt, es gibt drei Baumöglichkeiten. Die untertreiben sogar, das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Normalerweise erzählen sie mal Zeug, was nicht stimmt, aber also, dass das Set mehr könne, als es eigentlich kann. Hier ist tatsächlich mal umgekehrt und ich freue mich. Das ist ein 3-in-1-Set. Und darüber freue ich mich. Und ich zeige euch auch mal kurz, was diese drei Möglichkeiten so in etwa sind. Ich baue sie nicht alle nach jetzt, aber ich deute es mal an und dafür dachte ich nämlich dieses kleine Set. 48 Euro. Wenn ich gleich die Beine wegnehme, merkt ihr, was da wirklich übrig bleibt. Das ist nicht mal ein 20-Euro-Set, was den Van angeht. Dafür bekommen wir aber noch ein bisschen Geschnacksel drumherum. Kann man sagen, okay, sind wir etwa bei einem 30-Euro-Set wahrscheinlich. Die 18 Euro sind wieder Fantasie. Wir räumen mal kurz hier ein bisschen auf. Wir haben hier eine kleine Box. Dreams ist schön bunt, mit ein bisschen Welt dabei und so. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Abenteuer ist dann nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Und hier seht ihr eine Variante. Zweite Variante, tatsächliche Schildkröte, die ich euch zeige aktuell ja. Und dann hier die dritte Variante. Wir nennen das ein 3-in-1-Set. Was die in irgendeinem Wahn sich überlegen, ist, dass man das hier baut und dann kann man sich überlegen, will man das oder das bauen. Was aber natürlich dusselig ist, weil vielleicht hat man einfach Bock auf einen kleinen Van. Wenn man allerdings Bock auf einen kleinen Van für 48 Euro hat, hat man andere Probleme. Das muss man sich überlegen. Für mich ist es ein 3-in-1-Set. Die Preise bei Lego sind ja eh schwachsinnig. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann haben wir eine Anleitung. Wir haben aber auch einen Print dabei. Diese Anleitung, schaut mal, hat eine Farbkodierung. Und das erklärt euch, was ihr bauen könnt. Das heißt, ihr habt Gelb am Anfang. Dann habt ihr einen Van gebaut. Und dann könnt ihr, wenn ihr den Van nicht haben wollt, sagt ihr, okay, ich möchte ein bisschen mehr Abenteuer haben. Und dann habt ihr die Chance, Modell 2 und Modell 3 zu bauen. Oder Modell 3 zu bauen. Ja. Modell 1, der Van. Dann habt ihr die Möglichkeit, 2 Schildkröte oder 3 Schildkrötenflugzeug. Für dieses Schildkrötenflugzeug gibt es hier auch nochmal ein paar Teile mehr. Muss man natürlich draufsetzen. Ja, und so weiter und so fort. Und dann ein bisschen was zum Umbauen von den Elementen. Das mache ich jetzt nicht alles mit euch. Ich wollte es euch aber nur mal zeigen. Und wir kommen zu den Minifiguren, die ich namentlich natürlich kenne. Blob, Mrs. Castillo, Matteo, Zoe und Grimspawn. Mit dem wunderbaren Hightech Thomas für Thomas Figurenpräsentationstool kann ich euch das natürlich perfekt vorführen, was hier los ist. Ich meine, sind das grandiose Figuren. Dual Molded Legs bei Matteo. War das Zoe? Die lila, ne? Zoe. Hat dieses wunderbare Hourglass in der Hand. Diese Sanduhren finde ich großartig. Die gefallen mir sehr. Und natürlich hier die kleine auch. Die kleine Alte, der Rucksack, gehört zur Figur. Das zeige ich euch gleich noch. Das finde ich sehr merkwürdig. Und ein bisschen komisch bei der mit Bogen, bei der Zoe, der linke Arm ist komplett gelb. Sie wird überall in der Serie mit so einem mit so einem lila Band um den Arm gezeigt. Das wäre natürlich, da wird halt hier gespart. Bei 48 Euro war es nicht mehr drin, dieser Figur das zu geben. Ich frage mich, ob bei anderen Sets das irgendwann mal als Special Edition dann kommt, dass die das hat. Hat die das eigentlich hier? Ich habe ja noch andere Sets hier rumfliegen. Nee, ich habe sie hier, glaube ich, nochmal. Nee, nö, nee. Also, verstehe ich nicht. So, pass mal auf hier die alte.
Ich weiß gar nicht, ob die alt ist. Das ist einfach kleine weiße habe ich. Das ist ein Element. Das hier. Es gehört zusammen. Diese komischen Arme. Das sind ja nicht die normalen Arme, das sind so komische Arme. Und das hier ist alles eins. Was ist da los? Halt, so. Also, das haben wir auch gezeigt. Und das sind die Figuren. Ja. Hier oben drauf ist auch nochmal ein Print. Auch hier mit der Sanduhr. Ja? Alles dabei. Söhchen, und jetzt kommen wir zu dem Viechlein. Und nur um euch mal eine Idee zu geben. 48 Euro. Der Bus ist nicht mal 13 cm lang. Mit Schildkrötenkopf sind wir bei 16. Der Bus selbst knapp 7. Das ist ein Speed Champion von der Breite. Und das sind etwa 14,5. Höhe des Busses nur sind so 8 cm. So sind wir bei über 18. Und jetzt zeige ich euch das mal. Ich finde, das Ding sieht cool aus. Ja, ihr habt das ein Print. Das kommt von den bescheuerten neuen Actionfiguren. Diese Schultergeschichten. Das hier ist ein Print auf dem Balljoint. Kann man hoch und runter bewegen. Rechts, links nicht so wirklich. Wir haben ja über diese Balljoints gesprochen. Das ist wie beim Wolverine, dieser Fehler, dass wenn das unten ist, man den Kopf ja nicht mehr bewegen kann. Das Thema haben wir hier auch. Kann man nicht wirklich bewegen, weil das ist halt in diesem Gelenk drin. Aber geht hoch und runter. Das ist okay. Guckt lieb, guckt freundlich. Das passt. Die Beine können wir nicht bewegen. Keine Chance. Kann man nichts machen. Das heißt, das Ding geistert so durch die Gegend. Aber man schaut mal an. Wir haben hier, wir haben die Türen von Blue Bricks sich ausgeliehen, von den alten Specials von Blue Bricks. Die gehen auf und zu, wie sie wollen. Die haben keinen Grip in irgendeiner Form. Hier unten haben wir so ein bisschen eine Waffenausrüstung. Das kann man ein Stück hochklappen, nicht weit. Hier hinten habe ich keine Teile vergessen. Das sieht so aus. Hier müssten Slopes drüber, um das zu blockieren, wenn ihr das nämlich nehmen wollt. Also ihr seht es. Das hier sind gezeichnete Sachen, selbstverständlich. Aber ihr seht es auch hier. Ich habe die nicht vergessen. Das sind offene Noppen an der Seite. Da müsst ihr natürlich irgendwie Slopes drüber, um das nett zu machen. Denn diesen Waffenzubehörblock kann man nicht wirklich hochklappen. Nur bis da. Es wäre natürlich schön, wenn man den hochklappen könnte. Und wenn man sagt, na gut, dann drehe ich ihn halt um, hat man halt immer das Zeug mit in der Hand, weil es halt nicht nochmal abgesichert ist. Da fehlen auch zwei Teile. Die haben sie auch leider gespart. Das ist ein bisschen unglücklich. Wir haben aber oben, wir können das Dach abnehmen. Kann ich euch mal zeigen. Wir haben oben eine Katze als Kaktus. Katzkuss. Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist sie. Und die ist natürlich putzig. Daneben haben wir eine kleine Truhe. Da ist so ein Steinchen drin. Großartig. Dann haben wir eine Palme aus diesen neuen Blätterviechern. Und hier vorne haben wir die Karotte, die der Schildkröte ja vorne vor der Nase herumschwebt. Und dann ansonsten ist es ein Dach. Ja. Hier haben wir auch einen Balljoint wieder dran. Da kann man das ein bisschen hoch und runter bewegen. Immerhin hier unten haben wir ja Glück, dass da nichts Farbiges durchguckt. So, also das ist das. Und dann haben wir hier unten den Van. Der hier vorne Print. Wieder die Sanduhr. Und dann das Innenleben. Da ist nichts. Was ein bisschen komisch ist, denn das soll ja so eine Art Foodtruck sein. Ich meine, hier ist ja auch, hier wird gekocht und so. Es wäre schon cool, wenn hier drin an der Seite auch irgendwas Foodtruckiges wäre, fände ich. Also so eine Mini-Küche oder so. Weil ich meine, die steht da und verkauft ja. Also irgendwas muss da drin ja sein. Ich fände es cool, wenn es was Food oder irgendwas anderes, irgendein Einzelhandelsding, wenn da irgendwas. Ich, wie gesagt, wir haben durch die Serie durchgeguckt und die Kinder mögen sie. Ich habe jetzt nicht wirklich dem Inhalt irgendwie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber vielleicht geht da was. Ich hätte es auf jeden Fall gern, dass da noch ein bisschen was passiert. So. Nun, wenn ihr sagt, das ist mir alles viel zu fancy, habe ich gar keine Lust drauf, könnt ihr das hier abnehmen, 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 abnehmen und abnehmen und abnehmen und die sind ja einfach eh nur draufgelegt, dann könnt ihr die gelben, wunderschönen, passen aber immerhin zu der Schildkröte, wenn ihr so wollt, könnt ihr das abnehmen und dann hier dafür die weißen Pins reinstopfen. Und die Räderchen wieder draufsetzen. Und ihr habt quasi relativ zügig einen netten kleinen Van wieder am Start. So einen kleinen Bulli-Camper-Van, der auch übrigens Türen hat. Ich wollte nur darauf hinweisen, der hat auch Türen.
was Sensationelles und super selten in der Lego-Welt. Deswegen auf jeden Fall eine Erwähnung wert. So, hier oben nehmen wir auch mal hier komisches Zeug weg, was da überhaupt nichts verloren hat. Und setzen den Kollegen drauf und haben einen kleinen Camper. Kleinen Verkaufswagen, Dings da, Bulli-Verkaufswagen, irgendwas. Wie gesagt, mit diesen, die Fensterläden sind gar nichts. So, und dann haben wir das. Das ist für 48 Euro natürlich schwer lächerlich, da bin ich auch vollkommen dabei. Aber es gibt eine Möglichkeit, aus dem etwas mehr etwas Nettes, Kleines rauszuholen. Und wenn man das mal in seine Stadt stellen möchte oder so, falls man nicht immer komisches Zeug haben möchte. Ich finde das eine coole Option. Und kostet nichts, dass das dabei ist. Das ist ja ist einfach nur eine Option. Das, wenn sie auch einem nicht gefällt, ist ja kein Problem. Man muss sie ja nicht bauen, aber ich finde es schön, dass die Möglichkeit da ist. Was wir jetzt auch noch machen können, wenn wir den so haben und wir setzen, wie gesagt, immer drunter noch die Räderchen. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, zu weit drauf gestopft. Könnt ihr auch diese Füße hier nehmen und könnt die seitlich draufstecken. Dann könnt ihr die auch nochmal abnehmen und versetzt nach oben packen. Und dadurch bekommt ihr, halt Moment, Hosen vorne. Hier ist vorne, dann ist das falsch rum. Mist. Ich bin jetzt gerade am überlegen, welche. Ja, das ist ja egal. Es soll ja nur die Idee verkörpern. Der Rest ist ja dabei nicht relevant. So rum und dann so und. Die sind schon unterschiedlich auf den, je nachdem, logischerweise für links und für rechts sind sie unterschiedlich gemacht. So, jetzt aber gleich. Und dann habt ihr hier quasi diesen Düsenantrieb. Und dann könnt ihr hier noch den Kollegen oben aufs Dach setzen. Und der fährt dann auf seinen eigenen Rädern. Das ist ja der Vorteil, da man, das wollte ich euch mal, kann ich euch jetzt nochmal langsam zeigen. Ich bin ja hier. Ihr packt ja hier diese Achsen rein. Normalerweise, wenn ihr die Räder drauf habt, nehmt ihr diese hier. Achse rein und hier auf den Pin kommt das Rädchen. Da wir jetzt aber hier so eine normale dreiergelbe Achse reinstopfen, können wir die Räder hier drüber ziehen und die laufen hier ja frei. Und dann können wir so vom Prinzip her ja egal. Es geht mir nur einmal darum, es zu zeigen. Und dann können wir das. Es ist immer noch falsch rum, Freund. Es ist immer noch falsch rum. Ist für mich zu schwer, mir zu merken, wo. Aber jetzt mal ganz ehrlich und unter uns. Das Ding sieht auch von hinten wie von vorn aus. Es tut mir schrecklich leid. Ich mag die kleinen Bullis, aber das Ding sieht wirklich. Vorne ist aber die Scheibe ein bisschen angeknickt, also das passt. Sag mal. So. Du kommst da raus. Und du kommst hier wieder rein. So. Ja, das sieht ja traumhaft aus, würde ich fast sagen. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, dass sich die Räder weiter bewegen. Das hier ist angesteckt. Das hier ist aber wieder starr. Also hier kann man wieder nichts dran machen. Logischerweise, weil es ja Achsen sind. Aber so fährt er jetzt wenigstens. Da bin ich ja mit der Schildkrötenvariante nicht so 100% happy. So, das nehmt ihr einfach wieder hier vorne ab in den Balljoint. Das ist wieder ein Balljoint. Da seht ihr wieder diese Aufnahme. Und momentan könnt ihr den Kopf nach links und rechts bewegen. Sobald ihr höher geht, ist er dann fest. Ja? Dann geht es nicht mehr. Weil er ja dann hier oben in dieser Kante festhängt. Könnt ihr nichts mehr machen. Wir haben, wie immer, wenn man umbauen kann, relativ wenig Farbseuche. Das finde ich schon mal sehr schön. Das ist eine gute Sache. Und dann könnt ihr natürlich hier noch irgendwie die Flamme oben drauf setzen. Was haben die geplant? Ich glaube, das war die Idee, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Flamme dann oben. Das war dann andocken, genau. Flamme kommt dann nach hinten. Sicher. Wir haben hinten eine Aufnahme dafür. Flamme, ja, Ast rein, Flugzeug gebaut. Und der ist jetzt hier wirklich am Boden dran, logischerweise, und zieht hier so durch. Ich mag sowas, bei den Großen wird mir der Umbau wahrscheinlich zu aufwendig sein, zwischendurch mal, da kann man mal was umstecken, aber hier fand ich, das ist ein recht gutes Beispiel dafür, was man mit den Teilen machen kann. Weswegen eine 3-in-1-Funktion, oder auch wenn Lego hier sagt, es sind nur 2-in-1, weil man hat den Grundbus und dann zwei Möglichkeiten. Für mich sind es trotzdem drei Modelle. Weswegen das wichtig ist. Und sowas ist wichtig bei Creator, da wird es ja zum Glück noch gemacht. Bei Technik ist es komplett verschwunden. Und das kann nicht sein, bis auf die 10-Euro-Modelle, dass wir keine Umbaumöglichkeit mehr bei Technik haben. Das würde nämlich solche absoluten Abgründe wie Control Plus verhindern. Es würde auch verhindern, dass wir Farbseuchen drin haben, die beim Umbau sofort nach außen kommen. Können Sie sich hier nicht erlauben. Bis natürlich, brauche ich nicht drüber reden, auf die blauen Pins, oder? Ist ja vollkommen klar.
Diese Umbaumöglichkeit ist das, was eigentlich mal für Lego stand. Das ist lange vorbei und deswegen freue ich mich über solche Serien wie Dreams. Das wird kurzlebig sein, Nexonites-mäßig, das ist kurz da, dann wieder weg. Bisschen die Fernsehserie, okay. Trotzdem mag ich die Grundidee. Und deswegen wollte ich darüber ein ausführlicheres Video machen, über die Möglichkeiten der Serie. Wenn ich euch dann das große Luftschiff zeige, sprechen wir über das Schiff gerade und über die Teile und dann ist es gut. Aber das hier ist das Konzept und ich finde, das verdient durchaus Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, 30 Euro ist eine Grenze, dann ist das Set in Ordnung. Kommt momentan bei 48, aber die 30 Euro werden sicher kommen. Wir sind aktuell schon so bei 35. Wartet noch ein bisschen und dann, ich denke mal, ab 30 ist es okay. Für uns Händler nicht, auf keinen Fall. Aber für euch dann als Kunden, wenn ihr es kauft, ist es gut. 48 ist ein absurder Preis. Völlig absurd. So ist es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nette kleine Schildkröte. So ist es. Habt nette Leute um euch und einen schönen Tag. Bis bald.